Hochsensibilität ist eine angeborene, besonders ausgeprägte Begabung zu feiner, intensiver, differenzierter, weiter und vielschichtiger Wahrnehmung. Man könnte auch sagen, eine Bandbreite von bunter Wahrnehmung. Etwa 10-15% der Bevölkerung gelten als hochsensibel. Wenn ich mich einfach nur 2 Stunden hinsetze, ihnen den Raum öffne zum Erzählen, ihnen 2-3 Fragen stelle, dann ist in der Regel am meisten passiert. Dann ist innerhalb des Momentes ein Switch passiert, eine Erkenntnis, kleine Wunder sozusagen, würde ich sagen, innerhalb der Praxis, wo ich dann gemerkt habe, es geht nicht darum, Menschen etwas zu sagen in Form von Beratung, sondern es geht dahin, sie einfach erkennen zu lassen. Und deshalb kam das Coaching. Weil es ist eine wunderbare Arbeit, nicht mehr zu sagen, ich habe die Lösung für dich, sondern du hast die Lösung in dir. Das macht einen Riesenspaß, wenn dann auch tatsächlich was passiert in den Menschen. Irritiert es Menschen manchmal, die zu dir kommen, wenn sie keine Lösung und keine Antworten bekommen? Es ist so, dass jemand, der sich coachen lassen möchte, ein sogenannter Coachee, dass der im Vorfeld mit mir in Kontakt geht, dass der über Mail mit mir in Kontakt geht, über das Telefon und wir einen Termin vereinbaren für ein kostenloses Vorgespräch. Und in diesem Vorgespräch wird alles geklärt, alles rund ums Coaching, alle Fragen, alles, was denjenigen bewegt, auch um die Thematik. Und da wird auch sowas angesprochen. Alle einzigartig und wir sind alle einmalig in dem, wie wir wahrnehmen, wie wir fühlen, und jeder von uns hat eine besondere Begabung, jeder von uns hat Fähigkeiten, und es geht darum, das zu erkennen und das wahrzunehmen und das zu leben.